was. Und ist nie so, dass ich den Text vergessen habe. Stefanie ist gerade im Internet nach dem Text gesucht. Krass, nach dem eigenen Text im Internet suchen. Hm? Ja, was mir ist soll auch ich entfallen, sagen? Muss ich dazu gehen. Komm, wir gehen dran durch. Jetzt darf ich hin. Komm, ich spinn's dann mal. Wir hatten einen Tourauftakt, der sehr interessant war, weil wir haben natürlich so mal unsere Setlist ausprobiert. Hatten gestern dann in Bremen den zweiten Tourtag, wo man sagen kann, haben wir schon ein bisschen besser gemacht. Und heute hauen wir alles hier in die Tonne. Ja, also für mich ist die Tour bis jetzt eher eine warme Angelegenheit. Ich muss ja immer den Tee warm halten für die Stefanie, damit die abends schön trällern kann, aber ich bin ziemlich zufrieden, die Tour läuft bis jetzt super, ich kann hier immer schön im Backstage rumstehen und den Tee warm halten. Mal ist es ganz normaler Pfefferminztee, wahlweise mit ein paar Ingwer-Scheiben drin, das macht auch mich ein bisschen scharf, aber ansonsten ist die Tour eher ruhig für mich und ich hoffe, dass es so weiter verläuft und ich hier meine Dienste auf Tour weiter leisten kann. Auf Wiedersehen. Guten Appetit. Wir haben Hannover gespielt, wir haben Bremen gespielt, heute Münster und es waren bis jetzt wirklich tolle Konzerte. Besonders beeindruckt hat mich, wie laut die Leute die neuen Songs mitsingen. Unglaublich, wirklich. Also. Here come on Flattop, he come grooving up slowly, he got juice. So, okay. So, wer uns jetzt fragt, ob Münster gut feiern kann, der muss sich mal das anschauen hier, was hier vor uns liegt. Ja, ich glaube, Münster hat richtig gut gefeiert. Und viel und zwar, genau. Und zwar mit uns zusammen. Es war ein richtig schönes Konzert. Und so sieht eine Halle nach so einem Konzert aus. So, jetzt mal zu den eigentlich wichtigen Dingen. Also Andreas und ich haben hier ein Konzert gespielt und es waren relativ viele Leute da. Und so sieht die Münsterlandhalle nach unserer Show aus, von Andreas und mir. Vielleicht kann man das mal kurz zeigen. Was war das denn so? Ich hab die Kamera rausgefallen. Ich mach die Scheiße. Wir haben jetzt gleich ein paar Interviews. Ich bin schon wieder zu spät, aber die anderen werden mir das verzeihen. Kurz eine Stunde vorm Konzert. Gibt es für euch irgendwie ein bestimmtes Ritual, was ihr macht, bevor ihr anfangt? Ich meine, die Nationalmannschaft hört irgendwelche Musik in den Kabinen. Habt ihr da irgendwie ein spezielles Ritual? Direkt vor dem Konzert haben wir uns mittlerweile angewöhnt, uns immer die Hand zu geben. Mhm. Und ich bin wirklich schon so abergläubisch geworden, dass, wenn wir das nicht tun, ich wirklich glaube, dass es kein gutes Konzert wird. Wir gehen jetzt zu spät. Tschüss. Können wir schnell hinter die Bühne? So schön, so schön ist er. Nori, komm mal. Guck mal. So schön. Hey, hi.